Und damit ein herzliches Willkommen hier im Stream. Später vielleicht im Video, ganz spontan, die Siedler 3. Die Missions-CD-Kampagne Asiaten. Das zweite Kapitel. Und es heißt Wein. Siegesbedingungen. Nehmen Sie die Türme auf der Insel im Norden ein. Wenn den Wein in Besitz zu nehmen, den Ihre Gegner eingelagert hat. Um den Wein in Besitz zu nehmen, den der Ihre Gegner eingelagert hat. Also wir sollen Wein erobern. Niederlagebedingungen, ihre Siedlung wurde komplett zerstört. Sie haben einen der Türme von der Insel im Norden zerstört, statt erobert. Situation. Es geht auch hier nicht darum, den Gegner komplett zu vernichten. Sie müssen bloß die Türme auf der Insel erobern, um die Weinflaschen in ihren Besitz zu bringen. Story. Chiyu scheint ein großes Fest zu planen. Jetzt gab es unseren Priestern den Befehl, die Lagerbestände an Wein, die eine große römische Kolonie im Norden auf der Insel eingelagert hat, zu beschlagnahmen. Wenn auch hier Chiyu damit vorhat, die Römer rücken den Wein leider nicht auf Verhandlungsbasis raus. Pech für sie. Ein geheimen Vorlaufskommando aus einigen Priestern gelang es, unauffällig auf die Insel zu landen. Tipps und Tricks. Bauen Sie schnell, wie es geht, Mana und eine Waffenproduktion auf. Ihre Priester auf der Insel sind in der Lage, ihre Soldaten über Luftwege zu sich zu holen. Passen Sie also auf, dass Ihre Priester nicht in Schussweite gegnerischer Soldaten geraten. So, hier wären meine Priester. Die schicke ich mal am besten hier aus dem Feindesland direkt raus. Der da ist schon im Feindesland. Das ist schlecht. So. Und jetzt geht es darum, hier einen schnellen Aufbau hinzubekommen. Ich gucke gerade. Also hier ist auf jeden Fall ein kleines Wäldchen. Machen wir mal einfach so. Dann nochmal so. Vielleicht noch einen dritten als Überlastungsschutz. Dann das gleiche hier. So, das dürfte ja fürs Erste reichen. Dann sehe ich, haben wir hier Haufen Leute dabei. Das ist ganz gut. Kann ich als Pioniere hier mal verwenden. Hopsa. Um das Gebiet einzunehmen. Ja, und der erste Priester wurde erfolgreich abgeschlachtet. Beiden anderen existieren noch. Das ist schon mal ganz gut. So, müssen wir mal gucken. Okay, und jetzt müsste ich, glaube ich, als nächstes meine ganzen schönen Türme hier einreißen. Denn ich vermute, dass der Gegner ziemlich schnell sich darauf konzentrieren wird, uns anzugreifen. Ich weiß nur nicht, woher er kommen wird, aus welcher Richtung. Gucken wir mal nach Rohstoffen. Steht schon direkt ein Spion an der Grenze. Hä, der ist auch noch ein Spion. Also sind ja überall seine Spione hier verteilt. Eisen gibt es hier auf dieser Insel. So, ich reiß weitere Türme weg. Könnte ich hier spaßeshalber behalten als... Okay, der sieht nicht gut aus zum Verteidigen hier. Holzfällerhütten scheinen hier auch nicht wirklich schnell baubar zu sein. Okay, hier sind meine Spione und ich sehe, der baut hier eine Grenze. Das heißt, das muss ich hier zumachen. Da ist so ein Dings. Hier gibt es Eisen. Gab es einen Spion von den Typen? Vielleicht kann ich hier das Gebäude einnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So. Der Rest konzentriert sich hier. Und hier ist ein riesiger Sumpf. Das ist schon mal gut. Kommen diese beiden Türme hier noch weg, weil da ist scheinbar ja nichts. Können die hier hin, die Leute? Hier gibt es Kohle. Hier gibt es Sumpf.
Da gibt's Eisen. Sehr gut. Die Rucksacktouristen sind jetzt hier scheinbar arbeitslos. Sollen sie mal dahin gehen? Hier gibt es irgendwie eine Landmasse, die kenne ich nicht. Und der baut sich da gleich einen Turm. Vielleicht kriege ich ihn ja erobert. So, das ist ein Spion von ihnen. Eine Landzunge. Gold gibt es hier scheinbar auch. Unser ganzer Holzvorrat hat sich jetzt hier verteilt bei dem Versuch, hier diese Holzindustrie aufzubauen. Wo ein bisschen was haben wir noch. Dann sollen sie hier fertig bauen. Bis die da oben fertig sind, werden sie hier unten fertig sein. Dann brauche ich ein Wohnhaus und hier schnell diese Mana-Produktion. Das wäre super. Hier geht es einmal im Kreis. Und es sind Römer, die wir hier zur Verfügung haben. So, erstes Sägewerk steht fast. Überall stehen Spione herum. Gucken wir mal, wie viele Stunden wir brauchen, um dieses Gebäude zu übernehmen. Okay, jetzt haben wir es. Sehr schön. Ah, da ist auch direkt eine Festung. Das ist wohl sein Grenzposten, so in der Art. Der hat schon durchgewertete Soldaten. Okay, die Planierer sind ja gut beschäftigt. Na, so ein schönes großes Land hat er da. Gold gibt es hier. Ich weiß gar nicht, was hier hinter diesem Gebirge kommt. Ich meine, dass hier irgendwo auch Fisch war. Extra haben wir reichlich da, das ist gut. Ja, hier verläuft seine Grenze.
baut er sich den nächsten Turm und ich sehe, ich werde hier gleich angegriffen. Ah, wir haben eine Fischerhütte, tatsächlich. Aber die fängt nichts. Keine Ahnung, wo hier Fisch sein soll. Ich versuche mal hier die Mana-Industrie hochzuziehen. Da können sich noch die Römer ausweiten und da hinten ist ja schon die Insel. Weiß gar nicht, wir haben noch eine Axt oder was? Hm, gleich nicht mehr. Da hüpft ein Fisch. Sehr gut. Der baut sich hier mit Türmen fleißig zu. Jemand schaut zu. Herzlich willkommen, Siedler 3. Missions-CD, erste Mission, nein, zweite Mission der Asiatenkampagne. Ich versuche hier gerade ein Holzsystem aufzubauen, was in der Lage ist, hier dieses Land schnell zu entwickeln. Aber wie weit das mir gelingt, bleibt natürlich die Frage. Habe ich einen Turm erobert. Vollkommen sinnlos, aber egal. So, ich glaube, ich kann keine weiteren Sägewerke mehr besetzen und auch keine weiteren Holzförderhütten. Das Maximum ist jetzt praktisch vom Aufbau gelöst. Das heißt, ich brauche jetzt hier eine Eisen- und Werkzeugproduktion plus Waffen natürlich. Und nebenher auch noch Mana, das wäre auch noch wichtig. Also alles irgendwie parallel. Die Planierer auf jeden Fall genug zu tun.
zwei kleine Tempel. Den kann ich ein bisschen Baumaterial klauen. Bauen da die ganze Wirtschaft auf. Das ist schon mal gut. Das verschlingt natürlich Unmengen an Holz. Vielleicht ist das Lagerhaus auch soweit fertig. Ich verstehe nur diese Fischhütte hier nicht. Warum steht sie hier mitten im Wald und produziert keinen Fisch? Ich habe auch keine Ahnung, wo hier das Gebiet sinnvoll wäre, um Fisch zu fangen. So, klaut einfach sinnlos irgendwie ein Zeug. Steine oder was weiß ich was. Acht Stück brauchen sie für diese blöde Reisfarm. Unglaublich. Ich finde, es ist ziemlich viel. Und bauen das Gebäude jetzt tatsächlich fertig. So. Wohnhaus wird gebaut. Reisfarmen werden gebaut. Der Römer ist echt ziemlich eingebunkert hier hinten. Irgendwer wollte in mein Land. Okay. Planierer haben erstmal ein bisschen was zu tun. Werden schon wieder erste Gebäude errichtet. Mehr Holz wie jetzt kann ich gerade nicht produzieren, denn es sind alle Äxte und Sägen schon mal verbraucht, die ich hier zum Start hatte. Wieder irgendein Spion. Steine sind eine gute Sache, weil als Asiate kann ich daraus Eisen machen. Und da hat hier direkt ein Steinmetz um die Ecke. Die bauen hier noch ein Sägewerk, aber das werde ich nicht besetzen können. Das ist hier so ein Ring, die ganze Welt. Ja, die Axt kann ich nicht besetzen und das Sägewerk auch nicht hier.
Ein Wohnhaus fast fertig, ein Brettchen fehlt noch. Hier wird schon mal das Zeug hier angepflanzt, das Reiszeug. Kann ich weiter Stein klauen? Ah, hier hüpft ein Fisch. Wohnhaus ist fertig, wie schön. Jetzt bauen sie alles Mögliche hier. Versucht hier immer wieder mit Spionen rüberzukommen. Ich glaube, die Planierer sind jetzt halbwegs fertig. Jetzt habe ich gleich eine Verbindung. Erste Kohlemine steht. Ja, ein bisschen was zu tun für die Planierer. Ja, da kann ich nichts besetzen, das ist schade. Jetzt habe ich nicht genug Baumeister, um die ganzen Baustellen zu bedienen. Nehmen Sie die Steine mit. Brauche ich etwa so viele Steine? Hat er hier so dicke Türme gebaut? Das wäre ein toller Standort für eine Kohlemine. Juhu.
Die sollen mal Steine einlagern, das wäre doch die Idee. Werkzeuge habe ich ja bald alle verbraucht. Warum eine Angel? Hier liegen doch welche. Zwei Stück. Freie Siedler habe ich auch genug. Erster Eisenschmelzer steht. Jetzt bringen sie die Werkzeuge wahrscheinlich weg, deswegen hieß es, dass ich nicht genug Werkzeug habe. Das wäre ein toller Standort für eine Eisenerzmine. So, ein zweiter sinnlose Eisenschmelze steht fertig. Das Ding steht auch da. Waffenschmiede. Ich glaube, einen dieser Dinger würde ich hier noch gebrauchen können. Dann bauen wir einfach erstmal alles voll. Baumeister kommen sowieso nicht hinterher, weil wir zu wenig davon haben. Planierer haben hier noch ein bisschen was zu tun. Bergwerke müssen ja nicht planiert werden. Erstes Zeug für Mana wird produziert, aber... Was uns hier zum Glück fehlt, ist natürlich noch ein kleiner Tempel. Immer noch keine Äxte, ist ja auch klar. Wir haben auch keine einzige Eisenmine fertig. Was ja mal schade ist. Naja, ein Spendentempel ist wichtiger als eine Eisenerzmine scheinbar. Oder ich setze die einfach mal auf Priorität. Damit die auf die Idee kommen, mal eine davon zu bauen. Spendeltempel 2 ist fast schneller fertig, weil das mehr Baustoffe hat. Ist die andere Seite vom Blauen. Ich glaube, der ist nur dafür da, um uns zu ärgern. Okay,
Okay, Mine hat schon mal ein Stück Holz bekommen. Zwei Bretter sind unterwegs, fehlt noch ein Stück Stein, dann sind wir mit dieser Mine fertig. Dann baue ich einfach alles mit Minen voll. Planierer ein bisschen beschäftigen. Gleich fertig, sehr gut. Der baut schon fleißig Bergwerke. Ist bald bestimmt eine riesige Übermacht. Minuten sind um. Das wäre eigentlich der klassische Zeitpunkt, wo ich beginnen müsste, die ersten Waffen herzustellen. Das ist leider nicht der Fall, weil die Erzmine erst jetzt fertig geworden ist und wir sehr wenig Kohle produzieren und das Zeug von den Farmen eigentlich noch wachsen muss. Ich glaube, ich muss die Fische noch an die Dinger verfüttern, damit überhaupt irgendwas davon funktioniert. Die hätten die Farm eigentlich mit Priro bauen müssen, damit das wird, was wird, aber ich hab's verbockt. So, jetzt geht's langsam weiter. Die sollen mal die Farmen fertig bauen. Ansonsten warte ich dann ewig darauf, dass irgendwann das Getreide da ist. Und das gefällt mir nicht. Also habe ich die auch wieder auf Priorität gesetzt. Das heißt, alles im Land steht still. Und das Baumaterial wird jetzt primär da zu diesen Farmbaustellen beliefert. Es werden auch gerade keine weiteren Gebäude irgendwie gebaut. Aber ich sehe, die ersten Waffen werden produziert und wir haben jetzt auch eine Kaserne fertig.
Wir haben bis jetzt keine Aufwertung geschafft und wir haben bis jetzt auch kein Gold. Das muss noch alles kommen. So, hier fehlt noch ein Brett. Hier liegen eigentlich genug Bretter, um das fertig zu machen. Und hier fehlen auch zwei Stück, aber die müssten dann demnächst dann abgeholt werden und dann sind die Gebäude auch fertig. So, ich werde den Stream natürlich noch ein bisschen unterbrechen müssen, weil demnächst Abendessenszeit ist. Okay, überrannt wurde ich nicht, wo ich kurz nicht da war. Das ist schon mal viel wert. Demnächst müsste ich dann selber Brot produzieren. Das wäre nämlich ganz wichtig für die Mana-Produktion. Und wir haben die erste Aufwertung. Das ist schon mal gut. Die ersten paar Truppen sind fertig. Sollen da mal den Turm schützen. Ich glaube, der hat auch unser Werkzeug produziert. Das heißt, wir werden ein zweites Sägewerk in Betrieb nehmen können. Einen zweiten Spendentempel. Weiß gar nicht, ob ich irgendwo noch eine dritte Farm... Ja, ich habe auch eine dritte Farm im Auftrag gegeben. Ich könnte hier noch eine vierte hinbauen.
So, dann mache ich mal Pause. Kommt dann in irgendwie 30 Minuten wieder. Und guck mal weiter, wie es hier geht. Dann bis dann.